Ihr Lieben, es sind ganz besondere Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Die 50 Zentrumstage mit den 20 Portaltagen sind gerade vorbei und vielleicht spürst du es, wie die Energien immer höher werden, immer feiner und auch immer kräftiger gleichzeitig. Denn so wie im Innen, so im Außen, fügt sich die Zeit, um alles zu transformieren, alles ins Gleichgewicht wiederzubringen, die Weiblichkeit und die Männlichkeit in jedem von uns und damit alles Duale, oben und unten, links und rechts, hinten und vorne. Wir schwingen uns langsam hinein in dieses Gleichgewicht und es gibt immer mehr Menschen, die verstanden haben, es geht darum, dass wir uns auf diese Welle der hohen Frequenzen begeben, dass wir uns einschwingen in diese hohen Frequenzen und so mit dem Flow des Lebens schwingen, damit alles wieder in die Norm der göttlichen Schöpfung zurückgeht und damit alles sich wieder in Leichtigkeit und Freude einschwingen kann. Auch und insbesondere du in dir, ich in mir und wir in der Gemeinschaft, die sich gerade vollständig neu gründet. Die alten Systeme halten nicht mehr. Sie machen Raum und viel Platz für ganz viel Neues. Und ich hoffe, du findest dich in dieser magischen Zeit immer wieder. Und wenn du mal das Gefühl hast, du schwimmst gerade davon, dann nimm deine Hand auf dein Herz, spür dich, spür dein Sein, geh nach innen, spür, dass es in dir diesen Platz gibt, diesen Raum, der du bist, in dem alles ruhig ist, in dem alles in Ordnung ist. Spür deine Füße, verwurzel dich gut in der Erde, sorge gut für dich. Und stell dir einfach vor, wie alles, was jetzt in dein Bewusstsein kommt, ob in dir, in deinem Umfeld oder das, was du in der Welt siehst, was du wahrnimmst, alles, was dir jetzt bewusst ist, das ist bereit, in den natürlichen Flow zurückzufließen. Ich wünsche dir, dass du die Magie dieser Zeit sehen kannst und freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten kann. Am 2. September ist die Mondin wieder voll. An diesem Tag ist nochmal so viel Magie im Feld. So viel Magie, um unsere Polaritäten in den Ausgleich zu bringen. In dir und um dich herum. Das Leben ist immer gut zu dir, denn es ist dein Leben und es steht für dich. Und es sind wunderbare Zeiten, jetzt Verantwortungen zurückzugeben, die nicht deine sind. Schulden zurückzugeben, die im Geist gemacht sind. Und deine eigene Verantwortung für dein Leben wieder zu übernehmen. Zu wissen, alles, was du in dir und um dich wahrnimmst, kommt zuerst aus deinem Geiste. Du bist es, die die Welt erschafft, der die Welt erschafft. Und alles, was in Verbindung mit unserem Geist und unserem Herzen auf diese Erde kommt, ist nährender Samen, wächst, gedeiht, wird immer größer. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Genieß dich. Sei gut zu dir. Und ehre dich
Ehre die Welt, ehre jeden Einzelnen, der mit dir ist. Wertschätze dich, denn in dem Moment, in dem du dich wertschätzen kannst, kannst du auch mich wertschätzen. Du und ich, wir sind gleich. Du und ich, wir sind zwei Tropfen in einem riesengroßen Ozean. Geh in den Flow der Liebe. Ich sende dir unendlich die Liebe, 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 Liebe. Denn die Liebe ist unsere größte Kraft und schafft alles. Bringen wir den Himmel auf diese Erde jetzt. Danke, 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 dass es dich gibt. Immer wieder danke, danke, danke. Lass es dir gut gehen. Immer.